Und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Banner Saga. Wir sind heute in Würmsee und war ich schon hier im Markt? Anscheinend, ich habe nämlich keinen Einsinn mehr. Stimmt, ich habe glaube ich sämtliche Vorräte aufverkauft. Aufverkauft vor allem. Aufgekauft. Versorgung für 10 Tage. Ich glaube, da raste ich jetzt nicht, sondern ich würde sagen, wir fliefen. Entschuldigung. Und reisen nach Grofheim. Das war doch, glaube ich, unser Ziel. Genau. Ach, das kann ich die Stimme, glaube ich, nicht mehr. Ich probiere es trotzdem. Grofheim ist nur noch ein paar Tagesreisen entfernt, stellt Krummere fest. Aber der Weg durch die Einöde war schlimmer, schätze ich. Wenn ihr irgendwo sicher vor den Wüttern seid, dann dort. Ihr stellt euch für einen weiteren langen Marsch. Halb Würmsee schließt sich euch an. Ich hoffe, wir haben noch ein paar extra Vorräte. 62 Wahl und 20 Vorräte. Dann toll. Gerade mal 3 Tage mehr, aber was soll's. Ganz viele Clanmitglieder. Wahl nur 62. Wie viele Kämpfer. Voraus ist später eine ganze Anzahl von Bauern, die von Banditen umringt sind. Einer der Bewaffneten blickt über die Schulter und sagt, Götter verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt. Hört zu, ihr mischt euch nicht ein und dafür ist einer dieser Vorratswagen euer. Die Bauer sagen zwar nichts, aber ihre Blicke flehen euch an. Das Angebot annehmen, weg von Leuten, sonst sterbt ihr. Was geht ihr vor? Komm, gleich mal aggressiv. Der Mann dreht sich dir vollständig zu und schüttelt den Kopf. Ich habe schon befürchtet, dass ihr solche seid, sagt er nur, ehe die Banditen sich auf euch stürzen. Komm, mal ein bisschen Kampf hat man auch schon länger nicht mehr. So, ich würde da gerne Krummere noch mit reinschicken, bloß den schmeiße ich da raus. Schmeißt mal Hugun raus, weil du bis Level 1 ist. Gib Krummere rein, weil er Varel ist. Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich mach das mal so. Weil ich weiß nicht, was mich so genau erwartet mit denen jetzt. So. Also viele sind es ja nicht. Da habe ich schon schlimmere Kämpfe erlebt auf meine alten Tage. So, der erste ist er hier. Da würde ich fast sagen, warte mal, gehen wir kurz so auf Seite. Du gehst direkt dahin zum Angriff. Dann ist der hier der nächste. Du gehst direkt dahin. Du darfst dich dann um den kümmern, zusammen mit Rook. Und ihr beiden dient als Unterstützung hier und hier. So. Ramborg braucht jetzt eigentlich gerade nicht. Bringen wir erstmal den Schild ein bisschen down. Ich rauche so einen Metzler. Weißt du was? Was hat man denn Spezial? Vorschub. Wähle benachbarte Verbindung aus, der als nächste den Initiative erhalten soll. Ah, cool. Sprich, wenn ich schnell mal jemanden vorschicken will. So, jetzt haben wir dich auch mal ein bisschen klein. So, und da hast du direkt Angriff. Stärke mindern. Ja, schon wieder so ein Metzler. Weißt du was? Metzeln kann ich auch. So. Gut, der letzte gab sogar zwei. Jetzt haut der ab. Hat Schiss von meinem Varel. So. Schießt man erst ein bisschen runter. Gegnerische Bogenschützen. Oh, die zieht rein. Und dann noch ein bisschen von der Rüstung runter. Okay. Das ist die nächste. Abgelenkt, sehr gut. Dann direkt auf den nochmal drauf. Okay. Kann ich mich noch bewegen? Nein, scheiße. Kann ich einen Rambock anwenden? Geht nicht. Boah, ich kann echt nur hier zwei drauf.
wieder stehen. Okay, krass. So, da der als nächstes dran ist. Boah, das ist auch doof. Nehmen wir erstmal den hier. Um den schon ein bisschen runterzukriegen. Wen greift er jetzt an? Natürlich, war klar. So. Dann gehen wir mal auf die Schützen drauf. Oh, 5. Oh, 6. Zong. So, Schuss. Frei. Ich habe gesagt, die beiden Bogenschützen machen die da drüben. Dann soll dies auch so geschehen. Die kann sowieso nicht mehr viel anrichten. Da, abgelenkt. So, gehen wir ein bisschen weg. Gleich nochmal. Dann kann ich nicht so viel anrichten. Ja, war klar, der alte Herr. Jetzt hat er mir gebacken. So. Schlagen wir dich mal weg. Ja, war klar. Warte, dann bringen wir mal die mal kurz weg. So. Hier nehme ich so vielleicht ein bisschen Überblick gerade. Jetzt ist der dran, der soll mal den so direkt angreifen, das ist nämlich komplett weg. Oh, hey. Jetzt ist das hier dran eigentlich. Ach, mit dem Bogenschütze. Wen schieße ich denn jetzt? Den mal. Und jetzt direkt auf den. So, dann ist der mal weg. Wow, der haut ja rein. Dann hau ich mal bei dir rein, würde ich sagen. So, dann darfst du hier die mal verdreschen. Ja, jetzt soll es einigermaßen gehen. Der Eiber hält viel aus. Warum gehe ich eigentlich nach vorne? Das ist ja der Bogenschütze. 2, machen wir 3 draus. Dann müsste sie eigentlich leichtes Spiel haben. Sie sollte jetzt ganz leichtes Spiel haben. Alter, die ziehen dem ja gerade richtig eine rein. So, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz den Prozess. So, Last Man Standing. Last One Standing, Entschuldigung. Die Dame. Ja, steht auch nicht mehr, also ist gerade egal. So, ich habe 2, glaube ich, verloren gerade. Belohnungen. Mogun hat eine Beförderung. Ist Mogun nicht draufgegangen? Die Banditen sind entweder tot oder geflohen und die Bauern danken euch überschwänglich. Es ist wahr, was er gesagt hat, meinte einer zu dir. Wir haben das Essen genommen und sind gegangen. Mögen die Götter mir gnädig sein, ich hätte sie sterben lassen. Zögernd reihen sie sich in die Karawane ein. Ich hätte vielleicht mit denen reden sollen. Jetzt weiß ich gar nicht, um was es ging. Na super, einmal kurz ins Lager. Ich habe einfach angegriffen, eigentlich, ohne zu wissen, was abgeht. Vielleicht einmal resten. Dann mal kurz auf die Helden schauen. Der ist verletzt, dann tausche ich mit dem mal aus, mit... Ich tausche die beiden mal zur Reihenfolge. Der ist gerade auch noch verletzt. Dann packe ich mal Honef mit rein. Level 3 ist immer noch keiner. So. Ich glaube, ich habe nicht genügend Ansehen, um was
8, ne, lassen wir es mal. Liefen wir. Und reisen weiter nach Grofheim. Oh, was ist denn da drüben? Was ist das? Das ist wieder ein Götterstein. Eine Gruppe von Männern mit breiten Schultern und dicken Mänteln nähert sich. Das könnten Gesetzlose sein, hörst du. Und diese Einschätzung verbreitet sich rasch in der Karawane. Einer der Fremden spricht euch an. Wir haben nichts mehr zu essen. Jede Hilfe wäre willkommen. Seine harten Augen lassen nicht auf seine Motivation schließen. Du überlegst, was du jetzt tust. Kein Essen anbieten, aber sie wollen Wütern warnen. Sie fragen, was sie hier machen. Kämpfen mit uns, würdet euer Essen ablehnen, den Fremden zu helfen. Fragen wir sie erstmal, was hier abgeht. Erstmal wirklich mal erklären. Letztes Mal war ich viel zu vorschnell. Die Männer werden nervös und entblößen robuste Waffen. Eure Krieger treten vor, bis der Anführer eine Hand ausstreckt und laut sagt. Die letzte Gruppe, die uns Fragen gestellt hat, hat versucht, uns umzubringen. Hat es versucht. Also halten wir es einfach. Helft ihr uns oder nicht? Bieten wir mal an. Würden euch mehr geben, wenn wir könnten, sagst du, und gibst den Männern einige Rationen. Er und seine Gefährten besprechen etwas unter sich. Dann kommen sie zurück und danken euch für eure Freundlichkeit, bevor sie aufbrechen. Okay. Ohne Kampf gelöst diesmal. Dafür Vorräte verloren. Du hast Alette heute kaum gesehen. Als du sie findest, kehrt sie aus einiger Entfernung allein zum Lager zurück und sieht recht niedergeschlagen aus. Sie blickt zu Boden, als du dich näherst. Was ist los? Ich finde, die Dinge ändern sich so schnell, vertraut sie dir schließlich an. Das ist es nicht nur. Alles geht so schief. Ich habe viel mit Ekel gesprochen. Dies erregt deine Aufmerksamkeit. Erstmal, was hat er denn gesagt? Er hat mir erzählt, wie er mit Ohne verwandt ist. Ekel hatte eine Schwester, die Ohne geheiratet hat. Doch sie ist schon lange tot. Seitdem waren sie verbunden. Doch dann ging Onef ohne ihn fort. Er hat ihn einfach wortlos zurückgelassen. Deswegen ist er uns nachgekommen. Mal überprüfen. Schließlich findest du Onef im Lager und berichtest die Geschichte. Das hat Ekel dir gesagt, fragt Onef. Dann seufzt er. Das mit seiner Schwester stimmt. Sie ist am Fieber gestorben, als wir gerade erst verheiratet waren. Überrascht mich, dass es sich so geöffnet hat. Also habe ich ihn in Frostwell gelassen. Ja, fährt er fort. An manchen Tagen ging es ihm gut, an anderen wollte er seine eigenen Leute umbringen. Manchmal tat er das sogar. Ich würde die gleiche Entscheidung morgen wieder treffen. Ekel zur Rede stellen. Also so. Du gehst direkt dorthin, wo Ekel zu bleiben gezwungen ist. Weit weg vom Rest der Karawane. Er dreht sich um, als du herankommst. Was habe ich dir gesagt, Ekel? Was habe ich dir gesagt, Ekel, dass du nicht mal schief gucken sollst? Wer guckt denn hier schief? Naja, also, egal. Dein Mädchen ist doch zu mir gekommen. Nett von dir, fand ich. Immerhin ist sie hier die Einzige, die sich nicht um die anderen schert. Hä? Was zum Abgrund soll das denn heißen? Gute Frage. Sieh dich doch an, du rennst durch die Gegend, rettest anderen die Haut, triffst Entscheidungen, gut für dich. Aber was ist das für ein Leben, ein elendes, und machst du es lebenswert? Ich sehe, wie Alette den Frauen hilft, Essen kocht, sich um die Alten kümmert und mit den Kindern spielt. Sie redet auch mit Außenseitern. Wusstest du, dass sie nach jedem deiner Kämpfe die Verwundeten wieder zusammenfliegt? Erinnerst du dich, wie ich sagte, du seist ein Anführer? Ja, sie folgen dir. Aber sie tun es wegen Alette. Wow, ich will töten. Halte dich von ihr fern, ich weiß, was du treibst. Halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich kenne meine Tochter. Was hat er vor? Das ist mein Business Respekt. Töten finde ich jetzt ein bisschen zu krass. Mach es mal so. Oh, ich verstehe. Du glaubst, ich stelle dich als Vater in Frage? Nein. Ich sage nur, dass ich nicht von ihr erwarte, sich zu ändern.
Die Leute hier brauchen eine von ihrer Sorte, nicht zwei von deiner Sorte. Harte Worte. Mal kurz lagern. Denn die Zeit ist schon wieder rum und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mal schauen, was es da oben auf dem Berg da noch ist. Weil es mit Ekel weiterläuft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, töten fand ich jetzt so krass. Ich finde ihn sehr suspekt, vor allem der hat auch einen leicht irren Blick. Okay, der ist so gezeichnet. Aber nun ja, nun gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.